Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Senatsgutachten bekräftigt Tegelschließung. 220 Euro für Air Berlin Herzen. Und das Wetter, es bleibt erst einmal durchwachsen mit viel Regen und örtlich auch immer wieder leichten Schneefall. Das alles bei Temperaturen zwischen 2 und 5 Grad. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Dienstag, den 16. Januar 2018. Der Flughafen Tegel kann einem neuen Gutachten zufolge aus rechtlichen Gründen nicht dauerhaft offen gehalten werden. Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher sagte am Dienstag, der vom Senat beauftragte Jurist sei in seiner Stellungnahme weitgehend zum selben Schluss gekommen wie die Landesregierung selbst. Sie fühle sich damit in ihrer Auffassung bestätigt. Dem Gutachten zufolge würde allein die Kündigung des derzeit gültigen Landesplanungsvertrages 3 Jahre dauern. Um die rechtlichen Grundlagen für den Weiterbetrieb von Tegel zu schaffen, würde es etwa bis zum Jahr 2025 dauern. Alle Umplanungen bis dahin seien rechtlich nicht abgesichert und damit nicht möglich. Der Senat will Tegel nach dem Start des künftigen Hauptstadtflughafens BER schließen und das Areal für ein neues Stadtviertel nutzen. Dagegen hatte sich eine Mehrheit der Bürger auf Initiative der FDP bei einem Volksentscheid im Herbst für die Offenhaltung des stadtnahen Airports ausgesprochen. Der Landesvorstand der Berliner SPD hat sich mehrheitlich gegen eine Neuauflage der Großen Koalition ausgesprochen. Der Vorstand habe mit 21-8 Stimmen für die Ablehnung von Koalitionsgesprächen gestimmt, teilte eine Parteisprecherin mit. Die Entscheidung auf dem Bundesparteitag stehe aber jedem Delegierten frei. Damit wird die Kritik an einem neuen Bündnis von Union und SPD bundesweit lauter. Ich bin völlig unzufrieden, weil Mietrecht ist Bundesrecht. Und wir haben von Berlin im Übrigen schon unter Rot-Schwarz immer wieder Bundesratsinitiativen gestartet, die gescheitert sind, weil eben nichts Konkretes im Koalitionsvertrag damals schon drin stand. Und jetzt, was jetzt drin steht, ist sogar noch weniger. Berlins regierender Bürgermeister und Parteivorsitzende Michael Müller, der auch zum SPD-Bundesvorstand gehört, hatte sich zuvor kritisch über das schwarz-rote Sondierungspapier geäußert, allerdings für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ausgesprochen. Berlin schickt 23 Delegierte zum Bundesparteitag am kommenden Sonntag in Bonn. Insgesamt sollen 600 Delegierte über die Aufnahme von Koalitionsgesprächen entscheiden. Mit einem Bild einer Überwachungskamera bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach einem homophoben Schläger. Der bislang unbekannte Mann hatte am 28. Juni 2017 in Reinickendorf eine Transfrau beschimpft und ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Das Opfer wollte gegen 15.15 Uhr an einem Fahrkartenautomaten auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Franz-Neumann-Platz ein Ticket ziehen. Hinter der 31-Jährigen erschienen kurz darauf 2 Männer, von denen einer sie bedrängte. Als der Mann bemerkte, dass es sich um eine Transfrau handelte, soll er sie homophob beschimpft und ihr mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die Frau erlitt bei dem Übergriff eine Gehirnerschütterung und mehrere Hämatome im Gesicht. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Die Online-Versteigerung des Inventars der insolventen Fluglinie Air Berlin sorgt schon nach dem ersten Tag für enorme Preissprünge. Das Hamburger Auktionshaus Decho hatte die Insolvenzauktion am Montagmittag gestartet. 51.000 Personen hatten sich zuvor für das Bieterverfahren registriert. Zur Versteigerung stehen insgesamt 850 Erinnerungsstücke, darunter Flugzeugsitze, Geschirr, Stoffbeutel, Tablets, Spielzeug und natürlich die berühmten Schokoherzen, die auf große Nachfrage treffen. Das Startgebot für 100 Herzen lag bei schnäppchenhaften 20 Euro. Zum Teil liegen sie nun bei einem Preis von 220 Euro. Das erste Los der Insolvenzauktion läuft noch bis zum 1. Februar. Ende Februar wird es dann eine zweite Auktion mit weiteren etwa 650 Dingen geben, bei der auch Liegestühle und Flugzeugteile, sogar Turbinen, angeboten werden. Initiiert wurde die Versteigerung von der Airline selbst. Der Erlös soll in die Insolvenzmasse fließen. Am Dienstag hat der Verkauf der BVG-Sneakers mit integriertem Jahresticket begonnen. Der Adidas-Schuh erscheint in einer limitierten Auflage von 500 Exemplaren. Die Sneakers sind im Look der Berliner U-Bahn Sitzbezüge gehalten. Die Schuhe gelten bis Ende 2018 als Fahrkarte in sämtlichen Berliner U-Bahnen, Straßenbahnen, Bussen und Fähren. 180 Euro kostet der Schuh, der in 2 Läden verkauft wird. Bereits in den vergangenen Tagen hatten sich lange Schlangen gebildet. Hunderte hatten in der Kälte vor den Geschäften ausgeharrt, um eines der limitierten Paare zu ergattern.
Ein Handballspiel dauert bekanntlich 60 Minuten, ein Umstand, dem sich Nationaltorhüter Silvio Heinevetter voll und ganz verschrieben hat. Während Nationaltrainer Christian Prokop bereits seinem slowenischen Gegenüber zum Sieg gratulierte, wies Heinevetter die Schiedsrichter auf einen Regelverstoß der Slowenen hin, der letztlich einen 7-Meter und den Ausgleich zur Folge hatte. Nach dem Unentschieden in einem denkwürdigen Handballspiel steht die deutsche Nationalmannschaft bereits jetzt in der Hauptrunde. Das hat ziemlich lange gedauert nach dem Abpfiff. Ehe man wusste, woran man ist. Es war natürlich sehr laut in der Halle. Ich glaube, die Schiedsrichter hatten keine einfache Entscheidung zu treffen. War, glaube ich, meiner Meinung nach trotzdem richtig. Nichtsdestotrotz war das natürlich ein glücklicher Punktgewinn für uns. Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm hat seinen vorläufigen Kader für die Olympischen Spiele 2018 in Pyeongchang bekannt gegeben. Der 39-Jährige setzt im 30-Spieler umfassenden Aufgebot überwiegend auf bewährte Kräfte. Bis zum 23. Januar muss Sturm noch 5 Spieler aus seinem Kader streichen. Von den Eisbären Berlin stehen derzeit die Verteidiger Jonas Müller und Frank Hörtler sowie Angreifer Marcel Nöbels im vorläufigen Aufgebot. Besonders für Frank Hörtler ginge mit der Nominierung für die Olympischen Spiele ein Traum in Erfüllung. Ich habe lange und viele Jahre darauf gewartet, das zu schaffen und auch viel gearbeitet dafür. Und den Anruf zu kriegen, ist natürlich gigantisch. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist es meist dicht bewölkt und es bleibt trocken. Die Tiefstwerte liegen um 1 Grad. Auch am Mittwoch erwarten uns nur selten Auflockerungen. Dazu bleibt es verregnet. Örtlich kann es auch leichten Schneefall geben. Die Tageshöchstwerte liegen bei 2 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage. Richtig ungemütlich wird es am Donnerstag. Ein Orkantief zieht über Deutschland und bringt in Böen Windgeschwindigkeiten bis zu 70 Stundenkilometer in die Hauptstadt. Dazu gibt es leichte Regenschauer. Am Freitag beruhigt sich die Wetterlage und es lockert vorübergehend auf. Der Samstag fällt aber bereits wieder bedeckt aus. Die Tageshöchstwerte liegen am Donnerstag bei 5 Grad, am Freitag bei 3 und am Sonnabend bei 2 Grad. Das waren die Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute und bis morgen.